Sein Begräbnis ist eines großen Herrschers würdig. Eine Königsfamilie folgt seinem Sarg. Auf seinem letzten Weg verneigen sich sogar Londons Kräne vor ihm, der die Nation so lange in seinen Bann zog. Als junger Mann ist er ein Kriegsheld, als Minister eine umstrittene Figur. Als Premierminister wird er zum Retter Großbritanniens vor Hitler. Winston Churchill, der Jahrhundertmann, jetzt in ZDF History. Ein Palast wie aus dem Bilderbuch. Blenheim Palace. Der Wohnsitz der Herzöge von Marlborough in der Nähe von Oxford. Heute ein UNESCO-Weltkulturerbe. In einem seiner 320 Zimmer wird 1874 Winston Leonard Spencer Churchill als Enkel des 7. Herzogs von Marlborough geboren. Sein Vater, Lord Randolph, gilt als großes politisches Talent. Seine Mutter Jenny Jerome als lebenslustig. Der gebürtigen Amerikanerin werden viele Affären nachgesagt, darunter mit dem Thronfolger und künftigen König Edward VII. Als Kind erhält Churchill den Spitznamen Kleine Bulldogge. In der Schule fällt er unangenehm auf. In seinen Zeugnissen stehen Bemerkungen wie 20-mal verspätet, schandhaftes und schlechtes Benehmen, allgemeines Verhalten sehr schlecht. Er ist ein Ärgernis für jedermann und ständig in Streit verwickelt. Wie die meisten Söhne der britischen Aristokratie wird Winston in ein Internat geschickt. Seine Leistungen dort sind miserabel und er fühlt sich allein. Seine Eltern kümmern sich lieber um ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen als um ihn. Für den Vater ist der Junge ohnehin ein hoffnungsloser Fall, der allenfalls fürs Militär taugt. Das erweist sich als goldrichtig. Die Armee weckt Winstons verborgene Talente. Ob als Reiter, Scharfschütze oder im Schwertkampf. Churchill brilliert in allen Disziplinen. Er brennt vor Ehrgeiz, will seinem Vater beweisen, was wirklich in ihm steckt. In einem Brief schreibt er ihm selbstbewusst: Eines Tages sitze ich neben dir im Parlament. Doch Lord Randolph stirbt mit 46 Jahren an Syphilis. Die väterliche Anerkennung bleibt Winston auf immer verwehrt. Seine Abenteuerlust zieht Churchill an die Kriegsschauplätze des Empire. Er kämpft in Kuba, wo er seine Leidenschaft für Zigarren entdeckt. Und in Indien. Er nimmt im Sudan am letzten Kavalleriegefecht der britischen Militärgeschichte teil. Er will lieber den Heldentod sterben, als ein unbedeutender Niemand zu sein. Er hat Glück und Talent im Überfluss. Durch kühne Aktionen und als Kriegsberichterstatter macht Churchill sich in der Heimat einen Namen. Dem jungen Kriegshelden steht jetzt auch eine politische Laufbahn offen. Mit 26 Jahren wird Churchill als Abgeordneter der konservativen Partei ins britische Parlament gewählt. So, wie er es seinem toten Vater prophezeit hatte. Er fühlt sich zu großem berufen. Einem Vertrauten sagt er: Wir sind alle Würmchen, aber ich glaube, ich bin ein Glühwürmchen. Er beweist seinen eigenen Kopf, oft im Widerspruch zur Parteilinie. Bei einem Besuch im nordenglischen York wird Churchill zum ersten Mal mit der Armut der einfachen Bevölkerung konfrontiert. Für ihn eine fremde Welt.
Im Parlament greift er die Missstände an. Wo bleibt der Glanz eines Reiches, das die Weltmeere beherrscht, aber an seinen Abwasserkanälen scheitert? 1904 verlässt er überraschend seine Partei und tritt zur liberalen Opposition über. Für die Konservativen wird Churchill damit zum Verräter. Genüsslich walzt die englische Presse den Skandal aus. In Anspielung auf seinen Geburtsort nennt eine Zeitung den Überläufer gar die Ratte von Blenheim. Doch sein Parteiwechsel macht sich bezahlt. Nur 18 Monate später kommen die Liberalen nach einem Wahlsieg an die Macht. Und Churchill wird mit nur 32 Jahren das jüngste Regierungsmitglied. Seine Mutter sorgt sich um sein privates Glück. Die amerikanische Schauspielerin Ethel Barrymore und die Millionenerbin Muriel Wilson geben dem jungen Politstar einen Korb. Schließlich heiratet Winston die schottische Adlige Clementine Hosier. Sie ist 10 Jahre jünger als er, wird die Mutter seiner 5 Kinder und Ehefrau eines Workaholics. Der politische Senkrechtstarter bewährt sich in der Regierung. Mit 36 Jahren wird er zum Innenminister ernannt und profiliert sich als Hardliner. Churchill lässt Streiks gewaltsam niederschlagen und Frauenrechtlerinnen verhaften. Seine Lust an der Gefahr verlässt ihn auch als Minister nicht. Nach dem Mord an 3 Polizisten haben sich die Attentäter in einem Haus verschanzt. Polizisten und Soldaten umstellen das Gebäude und riegeln es weiträumig ab. Doch die Attentäter geben nicht auf. Mitten im Geschehen der Innenminister. Nach stundenlanger Belagerung befiehlt Churchill, das Gebäude niederzubrennen. Die Polizistenmörder kommen in den Flammen um. Churchill bleibt im Herzen Soldat. Er nimmt an internationalen Militärübungen teil. Bei Manövern der deutschen Armee trifft er Kaiser Wilhelm II. Für ihn besteht kein Zweifel, dass dieser einen Krieg vorbereitet. Als neuer Marineminister rüstet Churchill die britische Marine gegen die vermutete deutsche Gefahr auf. Er lässt sie grundlegend modernisieren und zahlreiche neue Kriegsschiffe bauen. Er zeigt sich dabei als weitsichtig. Der junge Marinechef erkennt das Potenzial des Flugzeugs als Waffe. Gegen viele Widerstände setzt er durch, dass die königliche Flotte ihre eigenen Luftstreitkräfte erhält. Die Geburtsstunde der Royal Navy Air Force. Zum Entsetzen seiner Frau lernt er selbst das Fliegen und überlebt wie durch ein Wunder 3 Flugzeugabstürze ohne ernste Verletzungen. Dank seiner Bemühungen erhält die Marine 1914 den höchsten Etat in der Geschichte des Landes. Die neue britische Flotte ist Churchills ganzer Stolz. Mit ihr will er, wenn nötig, den Deutschen eine ordentliche Abreibung verpassen, wie er sagt. Im August 1914 kommt es in Europa tatsächlich zum Krieg. Doch er wird in der Hauptsache nicht auf dem Meer, sondern auf dem Land ausgetragen. Briten und Franzosen liefern sich mit den Deutschen einen gnadenlosen Stellungskrieg. Zehntausende Soldaten sterben, doch die Frontlinie verändert sich kaum. Churchill will die Deutschen an einer anderen Front bezwingen. Weit weg.
Zu den deutschen Verbündeten zählt auch das Osmanische Reich. Um die Türken zu schwächen, plant Churchill mit der Flotte einen Angriff auf ihre Hauptstadt Konstantinopel, das heutige Istanbul. Dafür muss die Flotte durch die Dardanellen, doch die Meerengen sind vermint und schwer befestigt. Im März 1915 greifen britische und französische Kriegsschiffe sie dennoch an. Der Angriff wird zum Fiasko. Das französische Schlachtschiff Bouvet fährt auf eine Seemine und sinkt innerhalb von Minuten. Fast 640 Männer finden den Tod. Auch drei britische Schiffe werden durch Minen zerstört. Die Operation ist gescheitert. Einen Monat später wagen die Briten mit Landungstruppen einen neuen Angriff auf die Dardanellen. Doch die Türken sind gut vorbereitet. 60.000 Soldaten verteidigen die heimische Küste, unterstützt von deutschen Offizieren. Die Kämpfe kosten auf beiden Seiten 100.000 Soldaten das Leben. 250.000 werden verwundet. Am Ende müssen die Briten sich zurückziehen. Die Niederlage hat einen Namen: Winston Churchill. Die britischen Konservativen fordern den Kopf des Marineministers, dem sie einen Parteiwechsel nie verziehen haben. Seine liberalen Parteifreunde lassen ihn fallen. Churchill muss zurücktreten. Der gestürzte Minister findet Trost in der Malerei. Auch hier zeigt er Talent. Doch die neue Passion kann ihn auf Dauer nicht fesseln. Schon bald legt er die Pinsel wieder beiseite, um sich in ein neues Abenteuer zu stürzen. Er braucht den Krieg und meldet sich schließlich freiwillig zur Armee. Im November 1915 wird Churchill als Major an die Front nach Nordfrankreich geschickt. Er kommandiert erfolgreich ein schottisches Bataillon und gewinnt auf dem Schlachtfeld sein Selbstbewusstsein zurück. Zugleich rücken neue Berichte seine Rolle beim Dardanellen-Fiasko in ein besseres Licht. Er gilt als verantwortlich für die gescheiterte Marineoperation, nicht aber für den desaströsen Landeangriff. Winston Churchill ist rehabilitiert und bald wieder in der Regierung. Diesmal als Rüstungsminister. Er reformiert die Bewaffnung der Armee, nimmt an Schlachten teil und stattet 1917 eine 500.000 amerikanischer Soldaten für die Landung in Europa aus. Die englische Rüstungsindustrie arbeitet auf Hochtouren. Sie produziert auch tausende Panzer, eine neue Waffe, die den Stellungskrieg beenden soll. Im August 1918 brechen die neuen Kampfmaschinen durch die deutschen Linien. Ihr Erfolg läutet das Ende des Krieges ein. Im November 1918 kapituliert Deutschland. Nach 4 Jahren Krieg feiern die Briten ihren Sieg, der mit amerikanischer Hilfe möglich wurde. Der Sieg verschafft Winston Churchill den Ruf eines politischen Multitalents. In der Folge leitet er nacheinander die Ministerien für Krieg, Luftfahrt und die Kolonien. Er steht scheinbar ganz oben, als sich das Blatt plötzlich gegen ihn wendet. Seine jüngste Tochter Marigold stirbt an Meningitis. Zugleich verhindert eine Blinddarmentzündung Churchills Teilnahme am nächsten Wahlkampf. Er verliert sein Regierungsamt. Diesmal ist es die Schriftstellerei, die ihn auffängt.
Er verfasst eine mehrbändige persönliche Betrachtung des Ersten Weltkriegs, die zum Bestseller wird. Und er wird Vater einer weiteren Tochter, Mary. Der Tausendsassa scheint zur Ruhe zu kommen. Churchill kauft sich ein Landgut in der Grafschaft Kent und entdeckt dort eine neue Passion: das Maurerhandwerk. Auf seinem Anwesen zieht er eine Mauer nach der anderen hoch. Doch kein Zeitvertreib kann ihm die Politik ersetzen. 1924 verlässt er die Liberalen und tritt wieder der konservativen Partei bei. Der Parteiwechsel lohnt sich auch diesmal für ihn. Churchill wird kurz darauf Finanzminister. Sein scharfzüngiger Wortwitz wird legendär. Als ihm die erste weibliche Abgeordnete zuruft: "Wenn ich Ihre Frau wäre, ich würde Ihren Kaffee vergiften", kontert Churchill: "Wenn ich Ihr Mann wäre, Madam, ich würde ihn trinken." Als Finanzminister zeigt er weniger Geschick. Seine Entscheidung, zum Goldstandard der Vorkriegszeit zurückzukehren, führt 1925 zu einer drastischen Aufwertung des britischen Pfunds. Viele britische Güter werden schlagartig teurer und sind auf dem Weltmarkt nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Arbeitslosenzahlen schnellen nach oben. Churchill bekennt: "Die, die mich für den schlechtesten Finanzminister aller Zeiten hielten, sie hatten recht." 1929 muss er seinen Amtssessel räumen. Er ist jetzt 55 Jahre alt. Die nächsten 10 Jahre ist er ohne Regierungsamt. Er meldet sich immer wieder zu Wort. Doch vielen Briten gilt er als Mann, der seine Zukunft schon hinter sich hat. Seine Hauptbeschäftigung ist das Schreiben. Er verfasst eine Biografie seines berühmten Ahnherrn, des ersten Herzogs von Marlborough, die ein großer Erfolg wird. Mit seiner Familie reist er in die USA, besucht New York, Washington und Hollywood. Dort trifft er seinen berühmten Landsmann, den Schauspieler Charlie Chaplin. Die Reise endet fast tragisch. In New York wird Churchill im Dezember 1931 von einem Taxi angefahren. Er überlebt mit schweren Verletzungen und macht das Beste daraus. Da in Amerika in diesen Jahren Alkohol verboten ist, lässt sich Churchill vom Arzt attestieren, dass er Alkohol zur Genesung braucht. Tatsächlich spricht Churchill gut auf die Medizin an. Doch es braucht ein Jahr, bis er wieder der Alte ist. I had a hard bump. Harder bump, I think, than most people would like to take. However, here I am. And I hope I'm going to have better luck this time. Churchills politische Karriere scheint zu Ende. Und die Aufnahmen eines Sommerurlaubs auf dem Land täuschen die heile Welt nur vor. Hinter der Fassade bricht auch sein Privatleben gerade zusammen. Die Ehe kriselt. Seine Frau Clementine hat angeblich eine Affäre mit einem Kunsthändler. Seine älteste Tochter Diana, die einen Millionärssohn geheiratet hat, lässt sich 1935 scheiden. Sarah, die zweitjüngste, ist mit einem Schauspieler liiert, 18 Jahre älter als sie und schon zweimal geschieden. Sein einziger Sohn Randolph bricht das Studium ab und will in die Politik. Doch in der Öffentlichkeit fällt er vor allem durch seinen Alkoholkonsum auf. Er gilt als Enfant terrible der besseren Gesellschaft. Aber Churchill ist kein Mensch, der einfach in der Versenkung verschwindet. Immer wieder verschafft sich der prominente Privatmann politisch Gehör. Vor allem mit seiner eindringlichen Warnung vor Adolf Hitler.
Die Regierung in London sieht im deutschen Diktator keine ernste Gefahr für Großbritannien. Doch Churchill insistiert: Die Geschichte wird zeigen, dass sie sich täuschen. Ich bin mir deshalb so sicher, weil ich sie selbst schreiben werde. Er behält recht. Nach dem Anschluss Österreichs im März 1938 fordert Hitler auch das Sudetenland, das zur Tschechoslowakei gehört. Europa steht vor einem Krieg. Der englische Premierminister Neville Chamberlain will ihn verhindern und unterschreibt im September 1938 das Münchner Abkommen, das den Deutschen das Sudetenland friedlich zuspricht. Für Churchill ist der Vertrag nicht mehr als ein Stück Papier. Er traut dem teuer erkauften Frieden nicht und warnt seine Landsleute, dass der Krieg mit Deutschland nur noch eine Frage der Zeit sei. Schon bald erweist sich seine Einschätzung als richtig. Im März 1939 rollt Hitlers Armee in Prag ein. Das überrumpelte Tschechien wird zum Reichsprotektorat Böhmen und Mähren erklärt. Chamberlains Abkommen mit Hitler ist nichts mehr wert. Die öffentliche Meinung in England dreht sich. Churchill wird gebraucht. Dringend, meinen viele. Ein halbes Jahr später überfällt Hitler Polen. England und Frankreich erklären Deutschland den Krieg. Und Churchill kehrt zurück auf die politische Bühne. Unter dem Druck der Öffentlichkeit wird er zum Marineminister ernannt. Einen Posten, den er schon beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte. Einige im Kabinett sehen seine Rückkehr kritisch. Doch im Krieg scheint er für viele der richtige Mann zu sein. Chamberlain tritt zurück. Goodbye, Mr. Chamberlain, and thanks for all you've tried to do. We welcome the new Prime Minister, Mr. Churchill. Am 10. Mai 1940 wird Churchill Premier und zugleich Verteidigungsminister. Am selben Tag greifen die deutschen Truppen im Westen an. Für die Rolle des Kriegspremiers fühlt sich Churchill durch seine Erfahrung im Ersten Weltkrieg bestens geeignet. Schließlich war er es, der als Marineminister der englischen Flotte eine eigene Luftwaffe verschaffte. Die Panzer für den Kampf gegen den Kaiser. Er hatte sie damals als Rüstungsminister organisiert. Die Radarsysteme der britischen Luftwaffe. Er hatte ihre Entwicklung maßgeblich vorangetrieben. Als Innenminister war er, 32 Jahre zuvor, einer der Väter der neuen Geheimdienste. Und als Marineminister hatte er die britische Flotte ausgebaut wie kein anderer. Doch nie zuvor war Churchill selber an der Spitze der Regierung. Mit 65 Jahren ist er zum ersten Mal Premierminister. Es ist der Höhepunkt seiner Karriere. Seine schärfste Waffe im Heimatland ist das Wort. Er ist ein begnadeter Redner, sein schlagfertiger Witz beim Gegner gefürchtet. Doch der Krieg verlangt einen anderen Ton. Churchill spricht jetzt als Vater der Nation zu den Briten. I would say to the House, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. Seine Rede von Blut, Schweiß und Tränen wird zum geflügelten Wort. Sie deprimiert die Briten nicht. Sie beflügelt ihren Stolz. Die Insel und das Empire rüsten sich zum Widerstand gegen Hitler.
Doch was niemand ahnt, Churchills demonstrative Zuversicht ist nur gespielt. Ihn plagen heimlich Zweifel, ob er es schaffen kann. Einem seiner Generäle gesteht er abends unter Tränen: Diese armen Menschen, sie vertrauen mir. Dabei bringe ich für lange Zeit nichts als Unglück über sie. Tatsächlich beginnt seine Regierung mit einer militärischen Katastrophe. 6 Wochen nach dem Angriff der Wehrmacht muss Frankreich kapitulieren. England verliert seinen einzigen großen Verbündeten im Kampf gegen Deutschland. Einige Minister in Churchills Kabinett erwägen sogar, mit Hitler zu verhandeln. Churchill ist strikt dagegen. Er will kämpfen. Großbritannien bereitet sich auf eine deutsche Invasion vor. Die Verteidigungsstellungen an der Küste werden verstärkt. Ab Juli 1940 greifen deutsche Bomber militärische Ziele in Südengland an. Die Insel soll sturmreif geschossen werden. Deutsche und britische Jagdflieger kämpfen um die Kontrolle des Flugraums über der Insel. Die berühmte Luftschlacht um England. Die Deutschen haben mehr Flugzeuge, die Briten aber den Vorteil, über eigenem Gebiet zu kämpfen. Die deutsche Luftwaffe verliert mehr Männer durch Tod und Gefangenschaft als die Briten. Am 24. August 1940 werfen deutsche Flugzeuge beim Angriff auf ein militärisches Ziel auch Bomben über London ab. Für Churchill ist der Angriff auf die Hauptstadt eine Provokation. Umgehend ordnet er die Bombardierung Berlins an. Seine Generäle wenden ein, das Ziel sei zu weit entfernt. Aber Churchill lässt sich nicht stoppen. Er will Vergeltung. Die meisten britischen Flugzeuge werden abgeschossen oder zur Umkehr gezwungen. Nur einige Piloten können Bomben über Berlin abwerfen. Hitler tobt. Anfang September 1940 befiehlt er, jetzt ganz gezielt London anzugreifen. In den nächsten Wochen wird die britische Hauptstadt täglich bombardiert. The Blitz, wie die Briten die Angriffe nennen, brennt sich im Gedächtnis der Nation ein. Die Angriffe legen Teile Londons in Schutt und Asche. Insgesamt sterben rund 40.000 Briten durch den Blitz, die Hälfte davon in London. Demonstrativ besucht Churchill die verwüsteten Bezirke. Die Moral der Bevölkerung ist nicht getroffen. Im Gegenteil. Sie unterstützt ihren Regierungschef jetzt mehr denn je. Wo er auftaucht, wird Churchill bejubelt. Der Feind von außen schweißt Volk und Premier zusammen. Er wird zum Symbol des Widerstandes gegen Hitler. Nie ist er populärer als in diesen dunklen Stunden der britischen Geschichte. Vor allem seine Reden machen den Menschen Mut. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Englands Vaterfigur. Bei seiner Reise durch das Königreich wird er an vielen Orten wie ein Superstar empfangen. And in the midst of it all, the cry goes up. Here comes Winston, accompanied by Mrs. Churchill,
the Prime Minister of Great Britain and his wife, come to be with the indomitable people of Devon. Hut, Zigarre und das V-Zeichen für Victory, Sieg, werden zu seinem Markenzeichen. Der umstrittene Politiker von einst ist jetzt für die Mehrheit ein Hoffnungsträger. Am Anfang sind es nur kleine Siege, die Churchill vorweisen kann. Die Luftschlacht um England endet im Frühjahr 1941 mit einem Erfolg. Hitler stellt die Angriffe weitgehend ein, weil sie zu verlustreich sind. Außerdem braucht er seine Bomber für den Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941. Die Gefahr einer deutschen Invasion Großbritanniens rückt damit in weite Ferne. Die Heimat ist gerettet, doch Churchill will mehr. Er will den Krieg gewinnen. Dafür braucht er Hilfe, vor allem die der USA. Die Amerikaner liefern den Briten Waffen und Munition gegen Geld. Doch Churchills Mittel gehen zur Neige. US-Präsident Franklin Roosevelt sympathisiert mit den Briten, doch er will erst einmal die Lage sondieren. Er schickt einen Berater zu Churchill. Der ist beeindruckt vom Widerstandswillen der Bevölkerung und der Popularität des Regierungschefs. Churchill wirbt um das Vertrauen und die Hilfe der Amerikaner. Put your confidence in us. Give us your faith and your blessing. And under Providence, all will be well. We shall not fail or falter. We shall not weaken or tire. Neither the sudden shock of battle nor the long-drawn trials of vigilance and exertion will wear us down. Give us the tools and we will finish the job. Roosevelt ist beeindruckt. Die Amerikaner liefern den Briten Waffen und Munition ab jetzt auch ohne Bezahlung. Doch Churchill reicht das nicht. Um Hitler zu besiegen, braucht er die USA als Verbündeten im Krieg. Im August 1941 treffen sich die beiden Staatsmänner auf einem Kriegsschiff vor der Küste Neufundlands. Churchill zieht alle Register seines Könnens. Er will den amerikanischen Präsidenten überzeugen, gemeinsam gegen Hitler zu kämpfen. Auch Roosevelt ist ein erklärter Feind der Nazis, doch die Mehrheit der Amerikaner ist gegen einen Krieg. Die Begegnung der beiden bleibt ein Ereignis mit bloßem Symbolcharakter. Eine Geste der Solidarität, nicht mehr und nicht weniger. Die mit Deutschland verbündeten Japaner kommen Churchill zu Hilfe. Im Dezember 1941 greifen sie die US-Flotte in Pearl Harbor an. Jetzt zieht auch Amerika in den Krieg. England hat nun einen mächtigen Verbündeten. Ausgerechnet in diesem Moment schwächelt Churchill. Nach einem Treffen mit Roosevelt spürt er heftige Schmerzen im linken Arm. Anzeichen eines Herzinfarkts. Seinem Arzt befiehlt er strenges Stillschweigen. Eine Ruhepause kommt für ihn nicht in Frage. Dem Mediziner erklärt der 67-Jährige: Außer mir kann niemand den Job machen. Und England darf nicht mit einem Premierminister auftreten, der ein schwaches Herz hat. Die neuen Verbündeten beraten über ihre gemeinsame Strategie. Die Amerikaner plädieren für eine Landung in Frankreich. Churchill lehnt ab. Europas Küsten seien zu gut geschützt. Die Niederlage an den Dardanellen im Ersten Weltkrieg ist ihm noch gut im Gedächtnis. Er überzeugt Roosevelt, zunächst in Nordafrika anzusetzen, am schwächsten Punkt der Achsenmächte. Doch das stößt auf Widerstand beim Dritten im Bunde, dem Sowjetherrscher Josef Stalin. In Moskau trifft Churchill mit dem sowjetischen Diktator zusammen. Der kämpft seit dem Überfall auf sein Land auch gegen Hitler und hat großes Interesse, durch eine neue Front in Frankreich entlastet zu werden.
Nur unwillig stimmt Stalin zu, dass seine Verbündeten erst einmal Nordafrika angreifen. Mit einem mulmigen Gefühl reist Churchill nach England zurück. Im Londoner Kabinett bekennt er seinen Ministern freimütig: Wenn der Angriff in Nordafrika fehlschlägt, bin ich erledigt. Am 8. November 1942 landen britische und amerikanische Truppen in Oran, Algier und Casablanca. Die Operation wird ein Erfolg. Mehr als 100.000 alliierte Soldaten brechen die Gegenwehr der Deutschen und ihrer italienischen Verbündeten. Tage zuvor haben britische Einheiten im ägyptischen El Alamein das deutsche Afrikakorps geschlagen. Die Alliierten eilen von Sieg zu Sieg in Afrika. Winston Churchill besucht die Schlachtfelder und lässt sich als Held feiern. Doch er ist längst zur Nummer 2 degradiert. Der oberste Feldherr in diesem Krieg heißt nun Franklin D. Roosevelt. Churchill fügt sich in seine Rolle als Juniorpartner der USA. Juni 1944. D-Day. Nach dem Sieg in Nordafrika landen die Alliierten jetzt in Frankreich, das von den Deutschen besetzt ist. Hitler muss nun in Europa an zwei Fronten kämpfen. Der Sieg über ihn scheint nur noch eine Frage der Zeit. Nun geht es um die künftige Machtverteilung auf dem Kontinent. Churchill verhandelt in Moskau mit Stalin über dessen Gebietsansprüche in Ost- und Südosteuropa. Vordergründig akzeptiert der Sowjetführer die Vorschläge des Briten. Aber Stalin denkt nicht daran, sich an solche Absprachen zu halten. Er will die Macht des Sowjetimperiums so weit ausdehnen wie möglich. Churchill hat keine Illusionen über Stalins Pläne. Aber er hat nicht die Macht, sie zu durchkreuzen. Im Februar 1945 reist er auf die Krim nach Jalta zur Konferenz mit Roosevelt und Stalin. Hier wird bereits die Nachkriegsordnung skizziert. Für die Weltöffentlichkeit wirkt die Szenerie gelöst. Aber der Russe verhandelt vor allem mit Roosevelt. Neben den beiden künftigen Supermächten ist Churchill nur noch Juniorpartner. Am 8. Mai 1945 kapituliert Deutschland. Noch einmal badet Winston Churchill im Jubel der englischen Massen. Nach 5 Jahren aufzehrendem Kampf für sein Land ist dies sein größter Triumph. Sein Anteil an diesem Sieg macht ihn zum bedeutendsten britischen Staatsmann des 20. Jahrhunderts und zum Liebling seines Volkes. Of the cause of freedom is everywhere. Verkehrte Welt. Für Churchill waren die 5 Jahre Krieg die wohl glücklichste Zeit seines Lebens. Nie wurde er so gebraucht, so verehrt. Im Frieden kehrt er zurück in eine ernüchternde Normalität. Das britische Parlament ist aufgelöst. Und der strahlende Sieger des Krieges muss zu Hause um seine Wiederwahl fürchten. Er gibt sich siegesgewiss, wie gegen Hitler. We're going to win. I can feel it in my bones, we're going to win. Doch seine Knochen täuschen ihn. Churchill verliert die Wahl. Mitten in der letzten großen Siegerkonferenz in Potsdam übernimmt ein neuer Premier seinen Platz. Der Labour-Führer Clement Attlee,
den Churchill verspottet hat, als ein Gemüt, wie es schlichter nicht sein könnte. Nach 5 Jahren in der Weltgeschichte ist er wieder Privatmann. Seine alten Hobbys sind ihm kein Trost. Schwermütig zieht sich Churchill aus der Öffentlichkeit zurück. Als Redner ist er weiterhin gefragt. Im März 1946 lädt ihn US-Präsident Truman zu einem Vortrag nach Amerika ein. Churchill muss keine staatsmännische Zurückhaltung mehr üben. Er sagt, was er denkt. Der sowjetische Expansionsdrang sei eine ernste Bedrohung für die demokratische Welt. An vielen Orten wiederholt er sein Credo. Der einzige Weg, dieser Gefahr zu begegnen, sei ein Zusammenschluss. Die Vereinigten Staaten von Europa, mit Deutschland und Frankreich als Kern. Die Briten und ihr Empire sieht er nicht im Europäischen Bund. 1951 wird er noch einmal Premierminister, mit 77 Jahren. Er erhält den Nobelpreis für Literatur, wird von der Queen zum Ritter geschlagen und bekommt zahllose Ehrendoktorwürden verliehen. Es ist ein Abschied von der Macht auf Raten. Nach einem Schlaganfall drängen ihn seine Parteifreunde zum Rücktritt. Im April 1955, mit 80 Jahren, gibt Churchill sein Amt auf. Der Abschied fällt ihm schwer. Er sagt: Ich fühle mich wie ein Flugzeug, das nicht weiterfliegen kann. Die Dämmerung bricht an, der Sprit geht zu Ende und ich suche nach einem sicheren Landeplatz. Wieder verlässt er die politische Bühne, diesmal für immer. Die letzten Jahre verbringt der Pensionär in seinem Landhaus oder auf der Yacht seines Freundes Aristoteles Onassis. Den Zigarren und dem Alkohol bleibt er treu verbunden, auch wenn die Gesundheit nachlässt. Churchill überlebt eine Lungenentzündung, eine Hüftfraktur und mehrere Schlaganfälle. An seinem 90. Geburtstag versammelt sich vor seinem Haus eine große Menschenmenge. Ein letztes Mal erscheint er am Fenster. Nach einem weiteren Schlaganfall fällt Churchill im Januar 1965 ins Koma. 2 Wochen später stirbt er. Er erhält ein Begräbnis, wie es sonst in seinem Land nur Königen zuteil wird. Millionen Briten nehmen Abschied von dem Mann, der ihr Land gegen Hitler zum Sieg führte. Ganz London steht still, als der Sarg durch die Straßen rollt. Letzter Salut für einen der ganz Großen der britischen Geschichte. Für den Jahrhundertmann Winston Churchill.